Hallo ihr Lieben, das ist ein Dacia Docker und den baue ich gerade zum Camper aus. Ich werde in den nächsten Tagen immer wieder Videos posten, wie ich und was ich an dem Dacia Docker mache, um darin möglichst autark, trotzdem mit wenig Elektrik, wenig drumherum. Fokus ist auf jeden Fall Schlafkomfort, überall schlafen zu können, was ich daran mache, was ich ausbaue und wie am Ende ausschaut, das seht ihr hier. Ich bin da gerade dabei, ich habe bereits einen Boden eingezogen, ich habe Kisten gebaut, ich habe die Schlaffunktion schon da. Was noch fehlt, sind Polsterungen, Vorhänge bzw. Gardinen, aber Gardinen, ich nenne es eher Vorhänge zum Schlafen, damit zumindest blickdicht ist nach innen drin. Der Dacia Docker, das ist ein 1,6er Benziner, 100 PS, ein Stepway. Bedeutet im Prinzip, der ist ein bisschen höher, hat ein bisschen mehr Plastik und ein bisschen mehr Schnickschnack drin, war aber dafür relativ schnell lieferbar. Ich glaube, normale Varianten gibt es entweder, man hat nichts oder man hat alles bei Dacia heutzutage. Die Variante habe ich ganz bewusst gewählt, nur Kisten, Schlaffunktion, Gepäckmöglichkeiten ohne Ende. Küche wollte ich nicht, ganz einfach. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich on the road bin, dann möglichst so simpel wie möglich. Das bedeutet, Fokus liegt darauf, schlafen und sitzen drin. Wenn ich drin sitze, kann ich auch drin schnibbeln, kann ich auch drin kochen. Eine Küche bedeutet wieder Wasserversorgung, Elektrik, Kochen. Kochen bin ich eh nicht so der Typ drin. Wenn ich was Warmes haben möchte, dann hole ich mir irgendwo was Warmes. Ansonsten geht es mir darum, möglichst einfach drin zu schlafen. Die Konstruktion besteht gerade aus einer Bodenplatte, drei Holzkisten, 1 Meter lang, 30 cm hoch. Eine kopfseitige Kiste, 1,13 Meter lang. Das bedeutet, Querfläche habe ich 1,13 Meter, nur die Bodenplatte. Man hat natürlich rechts und links noch durch die Radmulden ein bisschen mehr Platz. Die insgesamte Fläche, die ich haben kann, sind 2 Meter, wobei ich dann hinten natürlich die Füße runterhängen habe, aber ich bin 1,78, das passt locker. Liegefläche momentan ausgeklappt sind ungefähr 1,75 Meter, das bedeutet, für, ich würde mal sagen, fast 50% der Menschen langt das locker. Mir geht es darum, auch zu zweit drin zu schlafen, deswegen so eine Einmann-Variante ging für mich gar nicht, war für mich nie Sinn und Zweck der Sache. Und wenn ich drin schlafe, dann möchte ich auch Platz haben. Wenn ich alleine drin schlafe, dann möchte ich da drin einen Komfort haben, als wenn ich zu Hause schlafe. Die Kisten bestehen aus Möbelbauplatten, haben immer wieder Klavierscharniere hier, womit man diese ganze Sache umklappen kann. Ich habe jetzt bereits schon die Hälfte von dem ganzen Bett zusammengebaut. Die andere Hälfte geht ganz einfach, indem man die vordere Kiste umklappt. Fertig. Natürlich muss man jetzt mal dabei denken, ich habe geplant Polsterungen als Sitzmöglichkeit einmal hier oben drauf auf der Sitzfläche beziehungsweise als Rückenteil hier hinten dran zu haben, so dass man das Rückteil nimmt, einmal für die ausklappbaren Liegeflächen. Das ist schon fast der ganze Camper-Ausbau. Da kommt natürlich dann auch ein Gepäcknetz rein, da kommt noch ein bisschen Schnicke-Schnacke rein, damit man es ein bisschen wohnlicher drin hat. Ein bisschen Beleuchtung kommt noch rein. Das kommt alles noch in den folgenden Videos. Was ich noch in erster Instanz gemacht habe, nachdem ich den Wagen jetzt knapp 3 Tage habe, ich habe hier eine Zughülse dran gemacht, damit man von außen auch von innen auch die Tür öffnen kann, weil Dacia das von Hause nicht vorgesehen hat, dass man die Tür öffnen kann. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht, Dacia Docker, man sagt billigster Hochdachkombi, vielleicht liegt es an der Stepway-Variante, innen drin ist alles picobello. Keinerlei Verarbeitungsschwächen oder irgendwelche Mankos, wo man sagen könnte, naja, da haben sie halt gespart. Ich würde sagen, schon qualitativ richtig hochwertig. Ich kenne Renault Kangoo, Mercedes Vito, Caddies, alles schon gefahren, alles schon gehabt. Betrieblich dabei, deswegen meistens waren es LKWs, aber ich würde mal sagen, es ist schon eine ganz hohe Nummer hier von Dacia. Für den Preis, man kann locker sagen, die Hälfte bis ein Drittel weniger wie ein vergleichbarer.
Ein vergleichbarer VW würde mindestens das, ich würde sagen schon das Doppelte kosten. Als Neuwagen, mir war wichtig erstmal 3 Jahre Garantie. Ich weiß nicht, wie es damit aussieht. Danach, das wird sich alles zeigen, bei jedem Dacia wahrscheinlich. Ich sage mal, 7 Jahre durch Rostungsgarantie, 3 Jahre auf Motor und allerlei Kladderadatsch, was kaputt gehen könnte. Innen drin sieht die ganze Geschichte soweit aus. Man hat ein Touchscreen, man hat ein Navi, ein DAB-Radio, Bluetooth-Schnittstellen. Ja, ich sag mal schon relativ viel dafür, dass man sagt, Dacia wäre ja, ich sag mal, was man nicht hat, geht nicht kaputt. Gut, ich sag mal, Lenkassistent oder so hat er alles gar nicht. Brauche auch nicht. Bin ich mir auch, ich sag mal, das Wichtigste war mir eigentlich bei 1000 von Kilometern im Jahr ungefähr knapp 40 bis 50.000 Kilometer, die ich fahre mit Touren, mit Reisen und alles. Da ist mir ein Tempomat ganz lieb. Weil gerade wenn man dann elendige Hunderte von Kilometer in Dänemark eine Straße schnurgerade ausfährt, da ist mir ein Tempomat ganz lieb, ne? Die Seite von hier, man kann einmal durch. Ich habe 2 Schiebetüren, macht sich ganz schön. Habe ich hier nicht bestellt, ist einfach so, bei Stepway ist es dabei. Beim LKW hätte man nur eine Seite zum Aufmachen. Es war ein PKW, das bedeutet, innen drin waren Filz ausgelegt, innen drin waren Sitze drin, 3 hinten. Das bedeutet, ich habe die Sitzbank rausgebaut. Die Bodenplatte ist eine Befestigung von der 2. Rücksitzbank. Hält Bombe, hält Bombe. Die Kisten sind an der Bodenplatte befestigt, hinten sind die Kisten auf der Bodenplatte auch befestigt und an den Zughülsen, ich weiß nicht ganz genau. Innen drin sieht die Kiste soweit aus. Ja, Dachlatten, ein bisschen Verstrebung, damit man in der Mitte auch eine Auflage hat von der Kiste. Was ich mir dabei gedacht habe, ich möchte in der Sitzgegend hier keine Leisten haben, wo dran die Klappe hier drauf liegt. Das bedeutet, bei mir sind die Kisten so, dass die ausgeklappte Fläche auf der anderen Kiste aufliegt. Und die eigentliche Klappe der Kiste liegt auf der Dachlatte auf. Macht sich richtig schön. Man hat keine störenden Leisten, wo drauf die Bretter reingeschoben werden. Was ich noch überlege, ist einen Tisch einzubauen. Muss nicht, kann ich immer noch nachträglich mir überlegen, ob ich es mache, ob ich es nicht mache. Man sieht hier, es ist schön eine plane Fläche. Es ist wirklich, ich sag mal, die Möbelbauplatten eignen sich richtig gut dafür eigentlich. Ich habe die ringsum noch laminieren lassen, hier mit Kantenumleimer. Dadurch, dass dann Stoß und Wasser und es raspelt nicht so auseinander. Das ist zwar nur Presssparen, das bedeutet, es würde aufquillen, aber ich sag mal, wenn Kantenumleimer dran sind, sollte nichts passieren. Und ich sag mal, ob im Camper was ausläuft, das ist eh Worst Case. Wenn da irgendwie eine Flasche ausläuft und dann quillt das Holz auf, das kann dir bei Pappelsperrholz passieren. Vielleicht bei Siebdruck vielleicht nicht. Aber naja, ich mache meine Erfahrungen damit einfach. Man kann es so einfach aufklappen, sieht dann hier drin auch massig Stauraum. Die Seitenverkleidungen werde ich drin lassen. Ich überlege da noch Regale oder sonst irgendwas drauf zu bauen, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht wofür. Wenn ich on the road bin oder so, sag mal, ich möchte die Umgebung erkunden, ich möchte jetzt nicht groß lesen oder mir irgendwelche Zeitschriften da durchlesen, dass ich jetzt ein Bücherregal bräuchte. Vielleicht noch ein bisschen für Kamera-Equipment, dann Ablage oder so, aber das kann man immer noch nach einbauen. So, ich glaube, dann bin ich schon mal am ersten Schritt des Ausbaus fertig. Als nächstes kommen die Vorhänge, die Polsterung. Muss man noch schauen, ob ich es selber mache, ob ich es anfertigen lasse. Ist natürlich ein großer Kostenpunkt. Anfertigen lassen sind um die 350, 400 Euro. Ist eine dicke Hausnummer. Ich sag mal, die ganzen Platten und die Bodenplatte und die das ganze Zeug, was ich jetzt quasi für den bisherigen Stand gebraucht habe, das werden so um die 200 Euro sein. Die Bodenplatte allein sind ungefähr 50 bis 60 Euro. Möbelbauplatten sind nicht das günstigste. Das günstigste wäre einfach nur alles aus OSB zu bauen. Kam für mich nicht in die Frage, weil ich mag die Optik zwar auch, aber im Camper möchte man dann doch lieber was bisschen Hochwertiges haben. Gerade weil, wenn man da irgendwie mit nacktem Po drauf liegt oder so,
dann holt man sich gerne mal einen Span rein bei OSB. Das weiß ich, weil ich Hochbetten habe, aus OSB gebaut, die Bodenfläche. Man merkt es schon, man haut sich mal einen Span rein. So, dann würde ich mal sagen, erster Teil ist durch. Nächste folgt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bald. Bis dann.